Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz. Selenskyj erneuert seine Forderung nach mehr westlichen Waffen. Hilfsgüter für Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei kommen weiter an. In einem LKW bei Sofia in Bulgarien sind viele tote Geflüchtete aufgefunden worden. Nur wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs ist die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet worden. Erwartungsgemäß ist Russlands Krieg in der Ukraine das dominierende Thema der diesjährigen Konferenz. Der ukrainische Präsident, der per Video zugeschaltet war, mahnte bei der Waffenhilfe zur Eile. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our sling, speed of decisions to limit Russian potential. There is no alternative to speed, because it is the speed that the life depends on. There is no alternative to Ukrainian victory. There is no alternative to Ukraine and in the EU. There is no alternative to Ukraine in NATO. Because now it's a great pleasure. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz rief in seiner Rede Verbündete dazu auf, sich den deutschen Lieferungen von Kampfpanzern für die Ukraine anzuschließen. Auch die Beziehungen zu China werden Thema der Konferenz in München sein, an der zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnehmen, darunter US-Vizepräsidentin Kamala Harris und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Fast zwei Wochen nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei sind viele Tote weiterhin unter den Trümmern begraben. Doch allmählich tritt die Versorgung der Überlebenden immer mehr in den Vordergrund. Zwar erreichen Hilfsgüter die Region von Adana und andere städtische Gebiete, ländliche Regionen sind allerdings nach wie vor schwer zu erreichen. Unterdessen sind erste EU-Hilfen auf dem Weg nach Syrien. Ein Schiff erreichte den Hafen von Beirut. An Bord sind Zelte, Heizgeräte und sonstige Hilfsgüter, die an die Erdbebenopfer in Syrien gehen sollen. Multiple planes has been landing in the last days in Beirut and also in Gaziantep. Two logistic hubs has been activated so that we can gather the donation of European countries in Beirut to deliver in Damascus and in Gaziantep to deliver in the northwest of Syria. Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis Menschen in Idlib und anderen syrischen Regionen Notunterkünfte erhalten. In einem LKW in Bulgarien sind 18 Menschen tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sind sie erstickt. Die Toten in Lokorsko, unweit der Hauptstadt Sofia, waren unter Holz versteckt und offenbar Teil einer Gruppe von Geflüchteten. 11 weitere Personen mussten ins Krankenhaus. Sie hatten anscheinend auch nicht genug zu essen und zu trinken bekommen. Laut Angaben des bulgarischen Innenministeriums waren die Menschenschmuggler geflohen und hatten den Lastwagen mit den Flüchtlingen zurückgelassen. Klimaproteste unter dem Motto »Ihr tanzt, wir brennen« haben in diesem Jahr den Wiener Opernball überschattet. Wir haben den roten Teppich gestört. Warum? Da drinnen tanzen sie, während die Klimakrise voranschreitet. Das sind die reichsten 10% in Österreich, die Hälfte der Treibhausgasemissionen verursachen. Sie baden im Luxus und gehen im Opernball, während gleichzeitig unsere Lebensgrundlage abbrennt. Und das ist ihre Schuld. Auch vor der Oper gab es Proteste. Nicht nur die Politprominenz aus Wien, allen voran Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Karl Nehammer, waren anwesend. Auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner. Stargast war diesmal die US-Filmikone Jane Fonda, die sich auch als Friedensaktivistin engagiert.